Weiße Tauben sind, man könnte meinen, sie tanzt. Wie eine Frau, die tot ist, sie gleitet langsam dahin. Was für ein Aufruhr! Was sind das für wilde Tiere, die nach Heimat? Solche Dinge zu streiten. Ja, sie kommt aus
zucken nieder. Es ist seltsam, dass der Mann meiner Mutter mich so
es wird Schreckliches geschehen. Oh,
Dame sagen, Prinzessin. Zurück, Tochter Babylon, von dem Erwählt eines Herrn.
mit einem Schleier, streue Asche auf deinem Haar, mach dich auf in die Wüste. Thank you.
Tochter Babylons, Tochter Sodoms, niemals. Ich werde nicht kämpfen, Johanna. Ich werde nicht kämpfen. Es ist in die wie ein Garten von Birnen ist, die die Taube aller Tauben ist. Thank you.
Kleine
einen weißen Zähne in einer Frucht seh ich so gern. Weiß nur ein wenig ab, nur ein wenig von dieser Frucht. Nur will ich essen, was übrig ist. Ich bin nicht hungrig, Tötter. Du siehst, wie du diese, deine Tochter, erzogen hast. Meine Tochter und ich starben auf Tränen. Ich habe es vergessen. Ach, ach, ich erinnere mich. Gesagt. Überdies ist er ein sehr großer Prophet. Ich glaube nicht an Propheten, aber du, hast Angst vor mir. Ich habe vor niemandem Angst. Ich sage dir, du hast Angst vor ihm. Warum lieferst du ihn nicht den Juden aus, die seit Monaten nach ihm schreien? Wahrhaftig, Herr, es wäre besser, ihn in unsere Hände zu geben. Genug davon. Ich werde ihn nicht in eure Hände geben. Er ist ein heiliger Mann, er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein, seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht geschaut. In unseren Tagen zeigt sich Gott nicht, Gott verbirgt sich. Darum ist großes Übel über das Land gekommen. Großes Übel. Aber ich weiß niemand, ob Elias in der Tat Gott gesehen hat. Möglicherweise war es der Schatten Gottes, was er sah. Gott ist in keiner Zeit verborgen. Er zeigt sich zu allen Zeiten und an allen Orten. Gott ist im Schlimmen ebenso wie im Guten. Du solltest das nicht sagen. Es ist eine sehr gefährliche Lehre aus Alexandria. Und die Griechen sind heil. Niemand kann sagen, wie Gott wirkt. Seine Wege sind sehr dunkel. Wir können nur unser Haupt unter seinem Willen weigern. Denn Gott ist sehr stark. Du sagst die Wahrheit. Für Wahrheit ist furchtbar. Aber was diesen Menschen angeht, der hat Gott nie gesehen. Seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut. In unseren Tagen zeigt sich Gott nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht mehr so gut verstehen.
den Hören, Johannan, sei in Wahrheit euer Prophet Elias. Das kann nicht sein, seit den Tagen des Propheten Elias sind mehr als 300 Jahre vergangen. Ihr wisst sicher, dass er der Prophet Elias meines das kann nicht sein, genannt,
ich kann den Klang seiner Stimme mir nicht ertragen. Ich hasse seine Stimme. Thank you.
habe. Ich will dich königlich belohnen. Ich will dir alles geben, was dein Herz begehrt. Was willst du haben? Sprich! Sagen? Was war's? Ach!
ich weiß es wieder. Deine Mutter nie gesehen hat. Ich habe ein Halsband mit vier Perlen. Topase, gelb wie die Augen der Tiger. Topase, hellrot wie die Augen der Waldtaube. Und grüne Topase wie Katzenaugen. Ich habe Opale, die immer funkeln, mit einem Feuer kalt wie Eis. Ich will sie dir alle geben. Ich habe Chrysolite, Berille, Chrysoprase und Rubine. Ich habe Sardonyx und Hyazinthsteine und Steine von Chalcedon. Wie will sie dir alle geben, alle und noch andere Dinge? Ich habe einen Kristall, in den zu schauen keinem Weibe vergönnt ist. In einem Perlenunterkästchen habe ich drei wunderbare Türkise. Wie er sie an seiner Stirne trägt, kann Dinge sehen, die nicht wirklich sind. Es sind unbezahlbare Schätze. Was begehrst du sonst noch, Salome? Alles, was du verlangst, will ich dir geben, nur eines nicht. Nur nicht das Leben dieses einen Mannes. Ich will dir den Mantel des verlangt. Sie ist in Wahrheit ihrer Mutter Kind. Ich hatte einen Ring in meiner rechten Hand. Wer
er hat meinen Wein getrunken. Es war Wein in meinem Becher, er war mit Wein gefüllt. Es hat mir jemand ausgetrunken. Oh, gewiss wird Unheil über einen kommen. Meine Tochter hat Recht getan. Ich bin sicher, es wird ein Unheil geschehen. Nichts. Warum schreit er nicht, der Mann? Ah, wenn einer mich zu töten käme, ich würde schreien, ich würde mich wehren, ich würde es nicht dulden. Ich bin nicht genug! Geh zu den Soldaten und befehl ihnen, ihr
Thank you.
liebe Tochter hat recht getan. Ich möchte jetzt hier bleiben. Ach, so spricht meines Bruders Weib. Komm, ich will nicht an diese Worte bleiben. Komm, sag dir. Sicher, es wird Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erzittern.